Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Da ist er wieder, der starke alte Mann aus dem Internet, diesmal nicht alleine. Ich habe mir starke Unterstützung geholt, denn wir wollen heute ein bisschen Blödsinn machen. Wenn wir zusammen sind. Immer. Ne? Weißt du, jeder Tag ist ein Ausmachstag und deswegen gibt es heute... den Loglift. Genau. Der dich immer so ärgert. Ja, genau. Der Loglift, der ärgert mich. Zumindest der mit dem pädagogisch wertvollen Holzspielzeug. Und deswegen will ich mal gucken, ob ich ihn heute zurückärgern kann. Und in diesem Sinne, bleibt dran. Es wird lustig. So, Dual-Wielding Cameras hier. Let's go. Warm-up. Warm-up 1. Roll mal nicht durch. Ich habe genau darauf gewartet, als ich das gemacht habe. Jetzt sagt er gleich was. Gleich kommt die erste Ansage. Und Push. Ja, easy. Ich habe nur darauf gewartet, dass du gleich was sagst. Hier, ich lass gleich laufen. Ja. Oh, das ist ja wie beim Shuffle-Lauf hier. Super. Die olympische Fackel. Und, wie hat es sich angefühlt? Sickig? Nee, sehr schön. Wie lange nicht angefasst? Oh, das war zu leicht. Das ist echt wie. So, wir haben uns jetzt entschieden zu wechseln auf den Stahllok, weil der Holzlok sich doch sehr leicht anfühlt und meine Waage keine Batterie hat. Damit wir einfach ein bisschen genauer wissen, welches Gewicht wir haben und sind jetzt auf 110. Oh, schauen wir einfach. Ja, für dich ist es ja wichtig. Ja, ja. Wäre jetzt blöd mit 130 zu trainieren und 145 sind dran. Das wäre blöd, ja. Ja. Wollen Sie zu Gas? Ja, kann ich mal. Weil es sich ja eben noch ganz gut angefühlt hat, erstmal überhaupt wieder. Jetzt ein bisschen schwerer. Aber Verhältnis passt eigentlich fast. Ja? Ja. Der ist halt glatt wie Sau. Da ich wieder runtergerutscht. Hast du etwa kein Grip-Shirt an? Nee. Oh, ist auch besser. Du darfst ja auch, glaube ich, nicht, ne? Nein. Heinz sagt, dürfen wir nicht. Alle anderen auf der ganzen Welt machen das, aber Deutschland halt nicht. Irgendein Alleinstellungsmerkmal brauchen wir. Ja. Wenn Made in Germany schon nichts mehr taucht, dann ist das. Linke Arm ein bisschen vor. Ja, ich habe, seit die Schulter so schwarze gehabt hat, hänge ich rechts etwas. Also Freunde, Warm-up ist ja immer eine Relation zum Spitzensatz gesehen. Und wir machen heute einen Spitzensatz von 145. Sehr schön. Easy. Tada! Stage is yours. Ja, sehr schön. So Leute, ohne große Umschweife, ohne groß aufzutragen, eine Minute, 4 Wiederholungen ist jetzt mein Ziel. Und zwar immer abgelegt, gibst du mir einen Down. Legen wir los. Soll ich auch einen Start geben? Ja klar, so einen kleinen. Bist du bereit? Ja. Start! Down. Down. Down.
Raus! Hast noch 10 Sekunden überjagt. Also im Wettkampf könnte sogar noch eine mehr gehen. Ja. So, Freunde. 4 Wiederholungen habe ich vorgelegt. Das war mein Ziel. Hab mich auch so gepaced, dass es gepasst hat. Mit absolutem Zerstören wäre 5 drin gewesen. Musste heute nicht sein. Bin zufrieden soweit. Ja, ja. Ich denke, da legen wir erstmal los. Und Kevin muss jetzt natürlich mindestens gleich ziehen. Ja. Also denkt er sich, 5 müssen sein. Ja, normalerweise ist das Gesetz. Immer einmal mehr. Legen wir ruhig zurecht. Okay. Fertig? Fertig! Go! Ja! Down! 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 30 Sekunden. Locker. Down. 20 Sekunden. Down. 6. So, Freunde, der Locklift ist durch und ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Tetzel hat 4 Wiederholungen gemacht, ich habe mich auf 6 hochgekrebelt und freue mich. Hätte ich heute nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Stark, wirklich. Danke, Leistung. Danke. 6 mal 145, da kann man nicht meckern. Für auch lange nicht trainieren. Ne? Ich glaube, jetzt seit der deutschen Meisterschaft habe ich 3-mal den Lock jetzt in der Hand gehabt. Ja. Und einmal davon war es gut. Wir machen jetzt noch ein bisschen Bankdrücken und werden mal schauen, was da noch so geht. Ja, bei mir liegen heute 2,55 als Top-Single an, aber der hat mir schon gedroht, dass ich mehr machen soll. Mal gucken. Also bleib ich mal dran. Sag mal, ich habe vielleicht, wenn es gut läuft, 2,20 im Tank heute. Ja, wir schauen mal. Vielleicht ist auch mehr drin. Wir haben uns ja gerade beim Locklift schon überrascht. Also dranbleiben. 70 Kilo, dafür mache ich die Kamera an, Kevin. Schäm dich. Los jetzt. Einarmig mit Klatschen. Mit Singen und Klatschen. Ich bring mich nicht auf dumme Ideen. Euro, Training. Oh, ja. Oh, schon so schwer. Okay. Okay. Oh, geht gerade noch. Wie viel schafft er? Alle. Oh, das war jetzt, jetzt reicht das mal. Erstmal Pause jetzt für eine Woche. Ja. Reiß es gesetzt. Ja, du kannst auch ruhig so rumstehen wie ich, genau. Ich bin auch alt. Ja, besser. Ich fühle mich älter, als du bist. Und ich fühle mich schon alt. Aber guck mal, geschmeidig wie eine Wildkatze. Ja. Oh, oh. Ja, ich sag ja auch, eigentlich reicht's. Ne? Man soll ja auch nicht übertreiben. 600 im Hemd. Ja, passt, läuft. Wie viel machst du? Eins. Eine Wiederholung. Ja, ab jetzt nur noch eine, weil ich bin faul und ich bin ja eigentlich schon warm und deswegen mache ich nicht so viel. Ich muss meine Energie sparen. Das ist ein guter Punkt. 170 Kilo für einen. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Ich spare Energie. Nicht so viel schwitzen, nicht so viel pupsen. Ja, eben, weniger CO2-Ausstoß. Ja, genau. Sorry, wenn die Kamera wackelt, Leute. Da muss ich lachen bei so einem Quatsch. Aber der ging ja gerade noch, ne? Ja, war so. Jawohl. Wunderschön. War echt schon eine halbe Wiederholung aus dem Rack raus. Also Kevin hat so kurze Arme. Also hast du jetzt anderthalb Raps gemacht. Ja, wirklich. Ja, ja. Und schon wird man wieder gedisst. Eins, zwei. Hab.
Jawohl, sehr schön. Jawohl. Diese 20 cm, die du da rausdrücken musst, stellst du jetzt aber auch was an. Ja, 20 cm. Irgendwie habe ich hier Schlagseite bei dir. Ich kippe mal so ein bisschen nach links. Eins, zwei. Ja. Drauf damit jetzt, komm, durch, jawohl. Sehr schön. Und hoch, komm, schieb, weiter, komm. Schaffst du, jawohl. Na, wenigstens auf zwei. So, wir haben auf dem Radar 255 Kilogramm. Ja. Deutscher Rekord BVDK, 120 Kilo Plusklasse im Kraft-3-Kampf. Immer noch. Ich glaube, seit 8 Jahren oder so. Nicht schlecht. Ist aktuell auch keiner in der Nähe, ne? Von dem ich wüsste. BVDK. 14 oder 15 habe ich ihn aufgestellt. Ja. Wie heißt dieser eine? Ja, ist egal. Mach erst mal den Satz. So, konzentrier dich, leg dich schön hin. Easy. Und rein. Gut. Ja, ein bisschen bleiben für den Lockout. Wie heißt der eine? Der doch auch so ein sehr schwerer Athlet ist, der auch recht stark im Drücken ist. War auch auf dem Insanity. Oleg. Aber der müsste so um die 220 liegen irgendwo. Ja, ich glaube, da müsste er so sein ungefähr. Ist auch noch ein ganzes Schritt. Ist schon noch eine Strecke. Ja, ich glaube, so 220 gibt es mehrere, auch in den leichteren Gewichtsklassen. Aber so darüber wird es dünn. Okay. Läuft. Komm jetzt, einen sauberen. Stabil. Press. Rack. Alter, ist die Feder, ne? Ich bin die nicht gewohnt. Ich mag's gern hart. Dann hätte man das falsch gemacht. So, Kevin, 225 Kilo im Backoff, easy peasy. Ja. Wie viele musst du denn da machen jetzt? Mindestens 2, 3 wäre gut. Ja, dann machst du halt 3. Ja, das war eigentlich der Plan. Das ist ja jetzt auch ein bisschen lächerlich. Ich habe ja 2 gemacht. Ich weiß schon, wie man ihn pushen kann, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, ich auch nicht. Gleichmäßig, 2 und 1 und Schub. Ja. Ein bisschen Chaps, aber stark. Ja, der linke Arm hat heute irgendwie, hängt ein bisschen rüber. Ja, war ein bisschen, ja gesagt, ist der Eid ein bisschen vor, war aber vorhin auch schon beim Locklift. Der linke Arm ist ein bisschen vorgeeilt. Ja, das war die Schulter da rechts von, wie heißt der aus Berlin, der Armdrücker? Sergej Meyer. Ja, der mir die Schulter so ein bisschen ruiniert hat. Danke, Sergej. Ich habe 4 Wochen damit zu tun gehabt, seitdem hängt der Arm ein bisschen. Ja, wir machen heute den anderen auch kaputt, dann geht's. Oh, I hate you. Musst du noch mal ran? Ja, 2 noch. 2-mal noch? Ja. Okay, alles klar. Hör bloß auf, wirst du noch stärker. Es ist das Ziel. Frechheit. Eigentlich ist es Kampf gegen den Verfall, aber... Kampf gegen den Verfall. Mit der Hoffnung auf Steigerung. Also, ich weiß nicht so. Wenn ich mir so deine Form angucke, würde ich sagen, ist der Verfall gerade nicht zu erkennen. Außer, dass du dir die Wange aufgekratzt hast. Mit so einem Schaufelbagger. Ja. Kevin hat sich einen Radlader genommen und sich über die Wange gestrichen. Der stand da so rum. Hier übrigens von wegen Sportsachen, ne? Hier, zack, da wird einfach in Arbeitshose gedrückt. Eigentlich war Beugen dran. Ja, aber bei Kevin, du willst und alles mitnehmen außer der Hose? Beugt er eigentlich heute nicht. Ich habe ja vorgeschlagen, er beugt einfach ohne Hose und wir laden es bei Ogre-Fans hoch. Ja, weißt du, Rohbeuge ist was gültig, wenn der Sack auf dem Boden ist. Upsi, es wird im Alter dann noch leichter. 1, Entschuldigung. Schieb durch, 2, gut. Und schwungvoll. Up.
Gut. Das war jetzt Hard Mode. Das war jetzt. Leute, bringt eure Trainingspartner nicht so zum Lachen. Okay, aber. Ja, das ist Fokus. Sehr gut. So, Freunde. Da seht ihr einen glücklichen Oger und hier einen glücklichen Brocken. Es war ein sehr schönes Training. Endlich seit langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft, zusammen zu trainieren. Wurde Zeit auf jeden Fall. War gut. Locklift und Bankdrücken. Ihr habt das ja jetzt alles schön gesehen. Locklift viermal. Viermal. 145. Sechsmal 145. Mega, und beim Bankdrücken auch nur Mühe mehr. Also von daher, wir sind immer noch gleich auf. Also im Bankdrücken bin ich weit zurück. Locklift wird wieder interessanter. Ja. Aber auch da bist du ja von Bankdrücken wirst aber auch wieder stärker. Ich bin, also wie gesagt, nach der Zeit, die ich jetzt sozusagen nur moderat trainiert habe, beziehungsweise im Muskelaufbauprogramm war und dann jetzt sozusagen raus war, bin ich mit der Leistung bin ich völlig zufrieden. Ja. Man muss auch immer seine Relativleistung zu dem aktuellen Stand sehen. Man kann nicht immer nur von seinem absoluten 1RM ausgehen. Oh, das schaffe ich heute nicht. Oh, das wäre schön. Das funktioniert dann. Wenn das immer gehen würde. Das stimmt. Ja. Aber leider ist das nicht so. So, in diesem Sinne, denkt dran, liken, abonnieren, in die Videobeschreibung schauen. Ihr wisst, die ist immer einsam und Support ist kein Verbrechen. Und guckt auch bei ihm vorbei. Ich verlinke auch seinen Dragonslayer-Plan. Dankeschön. Ne, damit ihr auch die Schwiegermutter erfolgreich zu Boden ringen könnt beim nächsten Besuch. In diesem Sinne, macht es gut. Rock'n'Roll.